Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeatCop. In der letzten Folge haben wir ja unter anderem das Kätzchen zurückgebracht. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Ich glaube, es kommt nämlich gleich Tag 3. Genau. Tag 3. Spitzenhäubchen. Arsen und Spitzenhäubchen. Schauen wir mal. Guten Morgen. Guten Morgen, Boss. Morgen. Wer hatte letzte Nacht einen guten Fick? Eines Tages bekommst du einen Tripper und dein Schwanz fällt ab. Geht ja schon wieder gut los. Selbst dann ist er noch länger als deiner. Sie werden den Verkehr umleiten müssen. Oh Mann. Das wird heißen, hey, der Arm der Freiheitsstatue ist abgefallen. Ein Knaller. Das reicht verdammt. Gute Arbeit mit den Strafzetteln, Kelly. Das ist alles ganz, wie es sein sollte. Die Quote für heute. 5 Tickets für Reifen. Es gab einen schweren Unfall in der Nähe. Die Presse bezeichnet uns als inkompetent. Naja, das müssen wir gerade wiegen. Und Bagatelldelikte ahnten wir auch. Ja, Sir. Sicher, Boss. Eine Sache wäre noch. Wie ich höre, plaudern Sie mit Kriminellen. Leid, wer macht denn sowas? Wenn ich herausfinde, dass hier jemand Geld von der Mafia-Gang, von der Gang oder der Mafia nimmt, meine Güte. Und das werde ich. Sind sie alle tot. Jetzt aber los. Okay, fängt ja schon wieder gut an. Der hier unten ist auf jeden Fall der Man hier. Haben Sie gehört? Was? Irgendein Russe kommt hierher. Okay. Sowjetpolizei, Teil eines Austauschprogramms. Kultureller Austausch, wette ich. Wie hieß der Film mit Schwarzenegger? War er da nicht auch so ein Austauschbulle irgendwie? Irgendwelche heißen Weiber auf ihrem Reviergang? Dieselben wie überall sonst. Ja, ja. Hey, hört mal. Was ist, McNabb? Ich habe gehört, die Innenrevision hat verdeckte Ermittler in den Straßen. Oha. Oh, scheiße. Angeblich glauben sie, dass wir bestechlich sind. Die haben Nerven. Aha, dann geht ihm hier schon der Stift da unten. Cortez, kennst du Hallum vom 59. Ja, tue ich. Er sagt, er kennt dich auch. Und? Er will, dass du ihm die 300 zurückzahlst. Nö, ich kenne ihn nicht. Hier ist es nicht so übel, nicht wahr, Kelly? Es ist einfach fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich vorher mein Leben leben konnte. Jetzt kann ich glücklich sterben. Arschloch. Oh ja, fick dich, Kelly. Kelly, denken Sie daran. Ich beobachte Sie. Sicher, Boss. Okay, dann gehen wir mal auf die Streife. Tag 3, Spitzenhäubchen. So, wir müssen uns um 5 Reifen kümmern. Es ist nett von Ihnen, mich mitzunehmen. Es ist nett von Ihnen, hier auszusteigen. Hier, schönen Tag noch, Kelly. Fick dich, Kelly. Alter Vater, aber jetzt im Ernst. Haben Sie schon eine Seite gewählt? Was soll das heißen? Schokolade oder Pasta? Schwarz oder weiß? Oder etwa beides? Für den Moment blau. Ein Gutmensch. Zu schade. Dabei haben Sie in Ihrem Revier so viele Möglichkeiten. Mhm, das stimmt wohl. So eine Verschwendung. Dabei müssen Sie doch nur die Hand aufhalten. Perlen vor die Säue. Kommen Sie schon. Haben Sie Schiss? 421 im Einsatz. So, genau, Strafzettelquote dürfen wir nicht verpassen. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Den schreiben wir auf. Der steht nämlich hier so ein hässliches Auto. Wir kontrollieren mal die Reifen. Das haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Ist jetzt eine neue Option. Ja und, sind die Reifen jetzt in Ordnung oder nicht? Okay, anscheinend schon. Hätte ich vielleicht mal darauf achten müssen. Der steht auf jeden Fall im Halteverbot. So, bitte, Officer, schreiben Sie mich eigentlich auf. Genau, das mit diesem Bestechungsversuch, das überspringe ich jetzt einfach mal. Wir haben ja gesagt, wir sind ein Hardliner. Oder habe ich jetzt einfach mal entschieden, dass wir hier ein Hardliner sind. Was macht er denn da? Okay, der Typ hier parkt auch falsch. Der ist hier die Dings abgelaufen. Wir kontrollieren mal die Reifen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Hier Profil, da Profil, da Profil, da Profil. Alles schick. Okay, dann schreiben wir ihn aber trotzdem mal auf.
Parkverstoß, zack. So. Und, ich will abschleppen, genau hier. So, jetzt zack. Das ist jetzt auch äußerst günstig, Madam, hier jetzt da mitten sich hinzustellen. Ich verstehe das mit den Reifen noch nicht so ganz. Die haben überall Profil. Ne, der hat kein Profil. Okay, also ist wahrscheinlich Reifen bei dem hier. Machen wir Strafzettel ausstellen. Reifen und Parkverstoß wird doppelt teuer. Haha. Nein, das können wir nicht anders regeln. Nun ja, 20 Tacken. Nein, das nehme ich nicht an. Fick dich, Bulle. Ich wäre jetzt vorsichtig. Können wir die gleich noch festnehmen? Nein, schade. Okay, wir gucken mal hier weiter nach den Reifen, dass wir erstmal unsere Quote erfüllt haben, weil wir müssen ja einiges an Kohle irgendwie ranschaffen. Da ist alles in Ordnung. Okay. Gucken wir mal einfach das nächste Auto an. Hier diesen fahrenden Puff. 421 würde kommen. Wir sind hier. Über ein gestohlenes Fahrzeug. Ja, wo denn? Die Zeugen befinden sich vor der Kirche. Na, nischt wie los. Nehmen Sie Ihre Aussagen auf. Ein unangenehmer Haufen. Alter. Okay. Okay, von wegen Hardliner. Ne? Wir haben ja dann in einer der letzten Folgen haben wir den Mordzeugen da so ein bisschen drangsaliert, in Anführungsstrichen. Aber nun ja. Was, früher war ich Polizist und dann habe ich mich in einen Donut verwandelt. Alles klar. Okay, Officer Kelly, was ist hier vorgefallen? Wir befragen mal die Zeugen. Sie haben das Auto geklaut. Präzise, wessen Auto? Ihrs, nicht meins, zum Glück. Okay. Wer hat es gestohlen? Was meinen Sie, wer? Die Diebe. Oh, wie viele Täter waren es? Ich weiß nicht, ein paar. Können Sie sie beschreiben? Sie sahen ganz normal aus, schwarz. Irgendwelche besonderen Merkmale? Sie waren schwarz. Das ist nicht sehr besonders. Dann weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Mhm. Okay, danke. So, haben Sie was gesehen? Das Auto ist weg. Mein Auto. Nummernschild? Ich erinnere mich nicht. What? Was meinen Sie, Sie erinnern sich nicht? Es ist keine Telefonnummer, wissen Sie? Aha, ich muss es nicht eingeben. Aha, gibt es jemanden, der es wissen könnte? Sie, die Polizei. Oh Gott. Okay, dann brauche ich Ihre Personalien. Teilt Personalien, okay? Ich hätte es besser wissen müssen, als Hilfe zu erwarten. Hä? Jemand wird sich bei Ihnen melden. So, jetzt hier noch. Guten Morgen, Vater. Gott segne Sie. Haben Sie irgendwas gesehen, Vater? Nein, nein. Ich glaube, ich muss mal. Warum sehen Sie so bleich aus? Ich wollte Sie nur zu dem gestohlenen Auto befragen. Ah ja, nein, ich habe nichts gesehen. Okay, danke. Vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Das ist eine gute Idee. Bis später, mein Sohn. Okay, irgendwie so ganz rund läuft der auch nicht. So, jetzt machen wir eine Meldung an die Zentrale. Ihr habt die Zeugen befragt. Sie haben nichts gesehen. Was für eine Überraschung. Mehr oder weniger. Sie werden sich bei der Wache melden. Verstanden, over. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier nochmal. Können wir mit dem Donut hier reden? Nee, können wir nicht. Okay. Warte mal, was steht denn hier drauf? Also, wir kontrollieren erstmal die Reifen. Profil. Okay, der ist gut. Schauen wir uns mal den hier an. Okay, wir können bisher nur die Reifen kontrollieren. Sieht alles gut aus. Gucken wir den hier noch an. Oh, der sieht nicht mehr gut aus. Oh, der fährt ja schon komplett. Oh, das ist. Nein, nein, nein. Das ist ein sehr großes Sicherheitsmangel, wollte ich sagen. So, Strafzettel ausstellen, wählen die Reifen. So, müssen wir den jetzt abschleppen lassen? Hier 421. Was, wir halten Bericht über Eindringlinge, okay? Was für Eindringlinge? Spione, Aliens? Nein, Diebe, in Ihrem Revier. Ja, wo denn? Bleiben Sie wachsam. Okay. Den schleppen wir aber jetzt noch ab. Diebe in unserem Revier. Okay, aber wie kriegen wir denn Diebe? Also ich meine, woran erkenne ich denn jetzt einen Dieb?
jemand, der wegrennt, oder? Hm. Es ist übrigens sehr witzig, in diesem, die Reifen sehen auch nicht mehr so doll aus. Es ist übrigens sehr witzig, ich habe hier so eine Logitech G710 Tastatur mit Beleuchtung. Ach Mist, schon wieder Reifen, wollte ich ja gar nicht. Und jedes Mal, wenn hier in dem Spiel irgendwas ist, oder ich das Spiel beende, dann geht das Licht aus. Und wenn hier der Dings vorbeifährt, der Abschlepper mit seinem Blinklicht, dann blinkt meine Tastatur. Ist ein bisschen crazy. Geht es vielleicht noch jemandem so? Das ist ein bisschen merkwürdig. Was muss er denn eigentlich hier noch machen? Halte nach Ladendieben Ausschau. Okay. Ladendiebe. Wie sehen denn die Ladendiebe aus? Wir können ja mal hier mit, wie hieß er denn? Unserem italienischen Freund hier. Luis, steht der Große drüber dran hier. Hi, ich habe eine Frage. Ja? Sie sehen aus wie jemand, der sich hier auskennt. Oder? Ist das gar nicht Luis? Wie kann ich helfen? Ich wollte über diese Schießerei letztens reden. Schießerei letztens reden. Ach das, diese Tiere. Haben Sie da irgendwas gehört? Vielleicht habe ich auch nicht. Ja, ich kenne sie noch nicht genug. Meine Akzente kommt und geht, wie sie wollen. Die italienische Gemeinde könnte ihre Hilfe, Hilfe gebrauchen. Wir werden unsere Erkenntliche zeigen. Ich glaube, Louis hat da bereits etwas vor Sie. Aha, kommen Sie herein. Ach herrje, jetzt müssen wir uns wieder mit denen rumschlagen, oder wie? Die Mafia hat in der Pizzeria ein Angebot zu unterbreiten. Na, toll. Ah, Officer. Was ist los? Was ist dieses mysteriöse Problem? Wir haben diese rüpelhafte Parker. Er fährt eine Cadillac Chevrolet. Vielleicht lernt er seine Lektion, wenn sie ihm einen Strafzettel ausstellen. Mhm. Wann ist er denn hier? Für gewöhnlich taugt er um 6 Uhr auf. Ich weiß ja nicht. Sie bekäme $50 für ihre Mühe. Nö, machen wir nicht. Nein, das ist nicht mein Stil. Wenn dann 5000, aber... ist so schade. Nein, das machen wir nicht. Den machen wir Strafzettel, weil er hier falsch parkt. Der falsche 50er. Was ist mit ihm hier? Was war denn mit ihm? Was war denn er hier? Grafikfehler oder wie? Achso, den müssen wir noch abschleppen lassen. Hopp. Der ist hier auch. Strafzettel wegen Parken. Hier, weil Parkour abgelaufen ist. Wir haben schon 7 Strafzettel. Das gibt jetzt wieder ordentlich. Was ist mit ihm hier? Officer? Bitte warten Sie. Was ist er denn? Haben Sie einen 5er? Für einen Veteran? Einen Veteran? Wovon? Vietnam natürlich. Marines? USMC, 5. Division. Ich hatte Freunde dort. Nun, haben Sie $5 für mich? Ja, komm, gehen wir. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihre Dienste. Ich danke Ihnen, Officer. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Ja, das war jetzt, glaube ich, gar nicht verkehrt, ihm so ein bisschen... Ja, ich bekomme so einiges mit, genau. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich etwas bemerke. Klasse, dann hören wir voneinander. Das ist, glaube ich, jetzt sehr hilfreich gewesen. Ich bin immer hier in der Nachbarschaft unterwegs. Können wir uns auch merken hier mit dem Typ mit dem Einkaufswagen da. Hier zentral, es gibt einen Überfall beim Pornoladen. Ach da, guck mal, da ist er ja schon. Komm, lauf, Junge, lauf, den schaffen wir, den kriegen wir. Alter, nur renn doch mal, Junge, komm. Ja, sie sind verhaftet. Ja, bitte Streifenwagen, Täter mitzunehmen, genau. Also irgendwie ist das hier ein bisschen seltsam noch. Mit den... Erkennt man die immer nur, weil sie diese Dinger drüber haben, die Handschellen? Oder woran erkennt man jetzt eigentlich einen Ladendieb in der Form? Gang minus 1. Es gab schon wieder einen Notruf. Apartment 5 in 621. Klingt nach einer weiteren Leiche oder 2 in... Ach, Herr Jemini. Melden Sie sich, wenn Sie Verstärkung brauchen. Auf dem Friedhof wird bald kein Platz mehr sein. Ja, das denke ich auch, wenn das hier so weitergeht. 10-4, bin unterwegs. Also, dann gehen wir mal dahin. 621, ne, genau. Geh zu Apartment 5 in 621. Da ist es ja. Halt, Junge, du musst da rein. Apartment 5 bei Habsburg. Hallo, wer ist da? Hunde bellen. Hier ist Officer Kelly. Können Sie diesen Hund zum Schweigen bringen? Pff. Sesam, auf Sofa. Sesam, öffne dich. Verzeihung, hier bin ich wieder. Ich habe einen Notruf zu dieser Adresse bekommen.
Ein Notruf? Ja, bitte kommen Sie rein. Mhm, mhm. Werden Sie die Tür für mich öffnen? Ist da jemand? Ja, was ist los? Werden Sie die Tür für mich öffnen oder nicht? Aber wer ist denn da? Ach, verdammte Hacke. Hier ist Alz von der Abteilung für Altersleiden. Wie war noch gleich Ihr Nachname? Heimer, werden Sie mich reinlassen? Wenn Sie von der Regierung sind, dann kommen Sie rein. Hier sind wir ja mehr oder weniger. Okay, Sie haben aber ganz schön abgenommen. Die ist ja völlig durchgeknuspert. Alles klar. Mein Name ist Kelly. Hier muss es sich um ein Missverständnis handeln. Wollen Sie etwas sagen, ich hätte Gedächtnisprobleme, mein Sohn? Was geht denn jetzt da ab? Ich hatte mal eine Katze. Nicht sehr reinlich. Eines Tages hat sie sich in verfaultem Hering herumgewälzt. Das muss ja lecker. Oh Gott. Jeden Tag musste ich sie mit einer halben Flasche des übelsten Rasierwassers einschmieren. Ob das besser war? Nur so konnte ich den Gestank loswerden. Und was hat das mit mir zu tun, Mrs. Habsburg? Sie stinken immer nach diesem Rasierwasser. Aha. Das ist sehr nett von Ihnen, Mrs. Habsburg. Ich wurde wegen eines Doppelmords hergerufen. Wo sind die Leichen? Was sind für Leichen, mein Sohn? Oh Gott. Okay, mir reicht's. Hier ist 421, der Bericht hat sich als Falschmeldung rausgestellt. Tun Sie, was sie sagt, wir erklären es später. Ach Gott, jetzt habe ich hier die, so eine Verrückte am Hacken oder wie. Was zum Teufel soll das? Officer Heimer, ich könnte Ihre Hilfe mit etwas gebrauchen. Kelly, Sie scheinen ein netter Kerl zu sein und Sesam scheint Sie zu mögen. Ach Gott, der Hund ist ja auch noch da. Ja, das habe ich gemerkt. Können Sie ihn mir vom Bein schaffen? Ich brauche Ihre Hilfe beim Einkauf. Ah, daher weht der Wind. Ich bin nicht hier, um... Hier ist eine Liste und etwas Geld. Am besten kaufen Sie beim Prallen Donut ein. Das ist ja auch ein toller Name. Ja, ich werde keine drei Blocks dafür laufen. Mrs. Habsburg, heute ist Ihr Glückstag. Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. So, hier ist wieder was. Was soll der Scheiß? Seit wann bin ich ein gottverdammter Einkaufsassistent? Hier ist die Zentrale. 421, das ist eine heikle Angelegenheit. Versuchen Sie zu verstehen. Mrs. Habsburg ist 91. Ihr Enkel ist ein hohes Tier bei der Polizei. Ach, Scheiße. Ein Freund des Chefs. Und deswegen soll ich Botengänge machen? Die Frau gehört in ein Heim. 421, wir werden das nicht weiter diskutieren. Tun Sie, was auch immer die alte Frau will. Das ist ein Befehl. Und arbeiten Sie in der Reinstellung. Okay, wir haben $12 bekommen. Sie haben die Hälfte geschafft. Der Tag ist anscheinend schon ein bisschen rum. Es ist halt, man kann halt nichts anderes anklicken, während man hier irgendwas macht. Warte mal, jetzt muss man mal gucken. Kaufe Donuts für Mrs. Arabella Habsburg. 2x Pink, 4x Apfel und Marmelade. 6x Sesam. Okay, was will er hier, der Anzugträger? Der steht schon die ganze Zeit da rum. Guten Tag, sind Sie im Dienst, Officer? Natürlich, womit kann ich dienen? Ich habe ein kleines Angebot für Sie. Was kommt denn jetzt? Es gibt ein Treffen in 623. Das Passwort lautet Quadro Stagioni. Melden Sie sich bei Mr. Herman Callahan. Aha, Callahan. Hieß doch eigentlich die Figur von Clint Eastwood in Dirty Harry. Nicht wahr? So, was haben wir jetzt hier? Kaufe. Okay, jetzt müssen wir hier die Donuts kaufen. Komm, lauf mal ein bisschen. Können wir jetzt bei ihm hier Donuts kaufen? Sind das hier die Donuts? Wo ist die Liste? 12 Donuts? Die alte Schachtel hat ganz schön Appetit. Willkommen. Was darf sein? Machen Sie sich auf was gefasst. Ich habe eine ganze Liste dabei. Eine ganze Latte. Da hat wohl jemand Hunger. Zuerst die Pinken. Wie viele sollten es sein? 4? Ach du Scheiße. Was kommt als nächstes? Die hier sind mit Apfel und Marmelade, ja? Die sind mit Kirsche. Hier sind die mit Apfel und Marmelade.
Wie viele möchten Sie? Ach du Schande, auf 4 hier. 4 bitte, waren wir jetzt bestimmt falsch. Sonst noch was? Die Schokoladendonuts. Klasse, wie viele brauchen Sie? 6? 6 bitte. Bitte sehr, das war alles. Das war ja eine ganz schöne Bestellung. Lassen Sie mich raten, sie ist für Mrs. Habsburg? Woher wussten Sie das? Sie sind nicht der Erste. Schönen Tag noch. Okay, was will jetzt er hier? Was stehst du hier rum? Warum? Wo ist das Problem? Mann. Habt ihr es nicht kapiert? Was? Ich möchte euch hier nicht mehr sehen, bis ich es herausfinde. Was denn? Wer von euch Fat Mike auf dem Gewissen hat? Aber das waren wir nicht. Mann. Irgendein Schwarzer ballert was um sich und alle sind hinter uns her. Es gäbe es nur einen schwarzen Kerl in der ganzen verdammten Stadt. Ah, auch wieder recht. Okay, das reicht jetzt. Findet lieber heraus, wer es war. Okay, ich gehe schon. So, er hinten hat hier auch noch Gesprächsbedarf. Der lungert hier vor dem Pfandler herum. Wir haben da was, Officer. Was ist los? Ein Kumpel von uns hat seine Knarre in der Gasse beim Pizzaladen verloren. Ja und? Dumm wie Brot, aber wir werden uns das nicht da sehen lassen. Achso, okay. Es wäre gut, wenn jemand sie findet und zum Pfandhaus bringt. Sollte ein Kinderspiel sein. Ignorieren. Verpiss dich, oder man findet dich auch in der Gasse. Okay, okay, vergiss es. Ich bin völlig alle. Zeit für einen Happen. Okay, pass auf. Was ist denn jetzt schon wieder? Zentrale. Uns erreichen Berichte von einem Überfall bei Adamski. Ach je. 10-4 bin unterwegs. Wo waren das? Dieb im weißen Shirt. Oh Gott, wir sind völlig im Arsch. Ey, wir haben hier überhaupt keine Energie mehr. Da ist er ja. Komm, Junge. Da ist er. Wir haben ihn. Yes, yes, yes. Streifenwagen bitte ran. Und meine Tastatur kriegt ihr schon wieder einen völligen Herzkasper. So, Streifenwagen ist unterwegs. Den haben wir auch eingebuchtet. Jetzt müssen wir zurück zu der alten hier. Also erstmal hier muss die kleine runde Kugel ihn hier mitnehmen. Wir geben schon wieder minus 1 bei der Gang. Hier Mrs. Habsburg. Ich hoffe, die Liste war richtig, die wir hier besorgt. Ist das der Postbote? Hier ist Officer Kelly. Ich habe Ihre Donuts. Mr. Heimer, bitte kommen Sie rein. Mrs. Habsburg, hier bin ich. Haben Sie die Donuts? Sicher, hier ist der ganze Karton. Wie viele genau? Und es geht wieder los. Sehen wir nach. Das sind zu viele. Ich bin ja Diabetikerin. Setzen Sie sich hin. Nein, Mrs. Habsburg, ich... Setzen Sie sich hin und essen Sie den Rest. Ach du Scheiße. Ich habe aber keinen Hunger. Kein Aber. Hier wird kein Essen fortgeworfen. Ich mache ein Kännchen Tee. Ich bin gleich wieder zurück. Ach du Scheiße. Die Scheißkerle, die mir das eingebrockt haben, sind tot. Und zwar alle. Ich bin gleich zurück. Wie sind die Donuts? Ja, wahrscheinlich recht trocken. Im Blumentopf vergraben. Arme Blumen. Ich habe jetzt keinen Bock hier auf Donuts. Scheiße, hätte ich einen Donut essen können. Einen kleinen Moment noch. Sind sie fertig? Sture alte Hexe. Komm, wir essen einen glasierten Donut. Das ist der letzte. Noch einer und ich platze. Na, wir haben ja nur einen gegessen, aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Energie. Ich komme. Ich hoffe, ihr Tellerchen wird leer sein. Dem Hund geben, komm. Komm her. Autsch, langsam. Hand noch abgebissen. Hier bin ich, mein Sohn. Was für ein schöner Nachmittag. Verzeihen Sie mir für mein Verhalten. Das ist doch nicht nötig. Die Donuts waren köstlich. Braver Hund. Hätte ich keinen Diabetes und wäre der Hund nicht aller... Ach du Scheiße. Hätte ich sie nicht gezwungen, sie zu essen. Es war kein Problem, Mrs. Habsburg. Wenn ich fragen dürfte, wogegen ist der Hund denn allergisch? Sie sind kein guter Detektiv, was? Wie bitte? Nun, wie heißt mein Hund denn? Ach du Scheiße. Sesam, komm her, mein Süßer. Mrs. Habsburg, ich habe gerade einen dringenden Anruf erhalten und ich muss weg. Ganz dringend. Aber Sie haben den Tee doch noch gar nicht probiert.
Die Gelegenheit ergibt sich sicherlich noch. Sie rufen ja bestimmt noch 100 Mal an wegen Doppelmord und Donut und so. Das wird sie, Söhnchen. Das wird sie. Ah, okay, wir haben aber 3 Ausdauer. Botengang abgeschlossen. Melden wir der Zentrale. 10-4, Sie Klugscheißer. Schön, dass Sie sich einmal in Ihrem Leben nützlich machen konnten. Ja, genau. Dafür werdet ihr noch büßen, ihr Mistkerle. So, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Geht zu Haus Nummer 623 und sprich mit Herman Callahan. 623, wo sind wir denn hier? Das müsste ja in die Richtung sein. Gibt es hier keine Hausnummern mehr oder was ist hier los? 631, warte mal. Ja, die müsste ich an ihn aufschreiben hier, die Hupe hier. Parkverstoß, Reifen habe ich jetzt keinen Bock. So, und abschleppen. Weg mit dir. Wo ist denn... Wo müssen wir hin? Gottverdammig. 623. So. Warte mal, dann muss das ist ja 623 sein. Was, vom Pfandhaus sollte man sich lieber fernhalten? Okay, hier gibt es keinen Callahan. Gucken wir mal hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Es gibt einen Überfall beim HiFi Elektromarkt. 10-4 bin unterwegs. Ach du Kacke, wo ist denn der nochmal? Ah, warte mal, Dieb mit der roten Kappe. Da ist er. Komm her, du Gangster, Gauner, Rapper, Mist. So, haben wir hier, waren wir fleißig heute. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wo die 623 ist. Himmeldunne Wetter. Jetzt komm, nimm ihn doch mal mit. So, ich muss hier, ich hab Arbeit. Also. Was zum Teufel haben Sie getan? Hier ist 421, worum geht es? Wir erhielten soeben einen Anruf von 621. Hm? Als sie gegangen sind, hat der Hund das Schlafzimmer vollgekotzt. Was? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Also, hallo? Dann fing er an, am Maul zu schäumen. Ach, scheiße. Und fiel dann schließlich tot um. Fuck. Wie erklären Sie sich das? Zentrale, diese Donuts waren unglaublich. Dafür werden Sie zur Rechenschaft gezogen, 421. Puh, jetzt haben wir den Köter auf dem Gewissen. Oh, scheiße. Achso, warte mal, hier steht der 625 und hier ist 631. Ah, da auf dem Zaun steht's. Jetzt Augen auf beim Häuserlauf. So, ja, wo ist er denn? Hier, Callahan. Quattro Stagioni. Hallo. Ja, bitte? Quattro Stagioni. Willkommen im Spiel. Ein Spielchen gefällig? Ja, was denn? Spiel mal. Sicher. Der Einsatz ist $20. Das ist aber illegal, ne? Ich bin raus. Nein, danke. Vielleicht ein andermal. Okay. Nein. Ach, das ist das Poker da. Alles klar. Mäuschen hier, du bist aber hier gleich mal. Wir kontrollieren mal die Reifen. Die sehen gut aus. Der sieht... Nein. Falsch geparkt und Reifen kaputt. Das wird teuer, Mäuschen. Das wird jetzt mal richtig teuer. Strafzettel, Reifen, Parkverstoß und den hier. Und dann kommt die Karre auch noch an Haken. So, und wir haben noch irgendwas. Ach, hier, guck mal da. Das ist in Ordnung, das ist auch noch in Ordnung, aber das ist nicht mehr in Ordnung. Und was soll das sein? Das sollen die Lichter wahrscheinlich sein, ne? Okay, finde die Diamanten. Achso, wir können ja nochmal bei der Pizza in die Gasse gehen. Vielleicht finden wir da wirklich eine Pistole oder so. Adamski, wir können ja mal zum Adamski gehen, ob der noch irgendwas hat oder was weiß. Wie ist das Wetter heute, Officer? Schalten Sie auf 96 FM, da verraten Sie es. Okay. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, nee, Quatsch, das war ja die Gasse bei der Pizzeria. Die ist ja noch einen weiter. Oh, hier, Macke, liebe Lang. Mit der reden wir doch mal. Hier ist doch Prostitution bestimmt nicht erlaubt. Hey, Officer, Lust auf eine flotte Nummer? Jetzt ist Happy Hour. Ich gehe bald heim. Ablehnen. Ich werde nicht hart, wenn ich bezahlen muss. Ich will die Sache nicht mit meinem Geld ruinieren. Siehst du deine Hand? Die kostet nichts. Ich habe Selbstachtung. Vielleicht ein andermal? Tickel, 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 tickel. Haut sie erstmal ab. Okay, hier die Reifen kontrollieren wir noch. Oh, Reifen kaputt. Überspringen wir schon mal. Das ist schon mal ausreichend. Strafzettel, Reifen, Parkverstoß und weg. So, jetzt haben wir den Hund auf dem Gewissen. Das haben wir, das haben wir richtig gut hingekriegt. Strafzettelquote erreicht. Sehr schön. Gute Arbeit. Wir hätten eigentlich nur 5 gebraucht, oder? Wir werden keine Beschwerden hören.
Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Wir haben gut gearbeitet. Was ist denn jetzt? Achso, Feierabend, oder wie? Ist jetzt Feierabend? Achso, nee, ich kann. Er steht da. Ich habe jetzt ein paar Mal geklickt, aber er hat sich nicht bewegt. Ich kann nur nicht in die Pizzeria reingehen. Ja, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Die Gang ist bei uns schon ganz schön mies drauf. Die Mafia noch neutral. So, mal gucken, ob wir hier. Ja, den schreiben wir auch nochmal auf. Hier, jeder Strafzettel gibt Kohle. So ein Glücksschwein aber auch. Echt, aber hier steht schon wieder einer. Der kriegt ja auch nochmal das volle Programm. Na, der ist doch schon mal kaputt. Das reicht mir ja schon. Man muss ja nicht immer alle vier Pneus sich anschauen. Bing, bong, zickidi zack und ab dafür. Ich hatte jetzt eigentlich nochmal, wollte Ausschau halten nach dem, unserem Veteranen da, der mit seinem Ding da rumgerannt ist. So, das war's für heute. 421, ab nach Hause. Der mit seinem Einkaufswagen da rumgerannt ist. Vielleicht, dass der schon was für uns hat, aber das kommt dann bestimmt noch. Gut, dann ist Feierabend für heute. Ja, den wollte ich eigentlich nur abschleppen hier. Upp. Mach den mal fertig. Kriegen wir dann noch einen da drauf. So, und jetzt ist er hier. So, jetzt haben wir den Tag wieder geschafft. Wir haben Geld verdient. Die Polizei ist gestiegen. Die Gang hat uns weiterhin nicht so gern. Die Bürger sind neutral. So, Strafzettelquote erfüllt. Jetzt kommt nochmal die Abrechnung. Plus 5. Ich bin zu Miss Habsburg gegangen. Ich habe alle Diebe auf der Straße festgenommen. Ich brauche morgen $300 für die Unterhaltszahlung. Das ist, heißt, wir haben die Zahlung auf jeden Fall zusammen, die Kohle. Und haben noch $50 in der Hinterhand. Können uns da noch was leisten. Also, liebe Leute, das war jetzt... was war's denn jetzt? War wieder einiges los hier am dritten Tag. Oder am vierten Tag. Ich habe keine Ahnung. Beatcorp. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durch den Wind. Und ich mache jetzt hier mal ein Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt so ein paar Kontakte geknüpft. Gucken, was wir kriegen und vor allen Dingen, wann dieser Jablonski oder wie der hieß, mal so ein bisschen rausrückt. Und wir gucken können, wie es hier mit unserem, ja, wo die Diamanten sind und was er da irgendwie so für uns rausgefunden hat. Das sehen wir in der nächsten Folge, hoffe ich. Bis dann. Ciao.